So, in diesem Fall verwenden wir, nachdem wir uns eingeloggt haben, an der VIP, gehe ich über den Assistenten Telefonie. Dort werde ich die Einrichtung durchführen. Warum nehme ich den Assistenten? Der Assistent ist in der Hinsicht hilfreich, weil hier einige Einstellungen im Hintergrund ablaufen, die ich eventuell unter den einzelnen Einstellungen tätigen müsste. Das wird hier dann zum Teil automatisch gemacht. Vor allem ist das dann, wenn Sie ein Media Gateway verwenden, von Vorteil. Das werden Sie dann später sehen. Aber wie gesagt, in diesem Fall gehe ich auf die Telefonie und habe hier als erstes als Startseite meine Übersicht, mit denen ich hier auch die Menüpunkte sehe. Als erstes gehe ich auf den Punkt Erste Schritte. Bei den ersten Schritten bekomme ich auch gleich die Meldung, Warnung, Länderkennzahl und oder Ortsnetzkennzahl nicht konfiguriert. Daher sehen Sie auch hier, dass die Ortsnetzkennzahl noch keinen Eintrag enthält. Hier ist es also für Sie möglich, dies einzurichten. Sie haben auch die Möglichkeit, auch eine Ländereinstellung hier noch zu tätigen und entsprechend eine Länderkennzahl. Aber in diesem Fall wollen wir hier in Deutschland bleiben und gebe daher meine Ortsnetzkennzahl. Hier in Nürnberg ist es die 9911, also gebe ich 911 ein und sage einfach OK. Die Warnmeldung verschwindet und es ist soweit der erste Punkt eingerichtet. Als nächstes gehe ich auf den Punkt Anschlüsse. Der ist natürlich noch leer, weil wir hier erst unseren ersten Anschluss durchführen wollen. Daher gehe ich auf Neu. Und nun habe ich hier die Möglichkeit, einen Verbindungstyp anzuwenden, entweder eine SIP-Einzelrufnummer oder eine SIP-Durchwahl. Als erstes möchte ich die SIP-Einzelrufnummer zeigen. Typ Deutschland LAN bedeutet in dem Fall, dass ich einen Anschluss der Deutschen Telekom verwende. Wenn ich jetzt auf Weiter gehe, habe ich als erstes hier meine SIP-Provider-Einstellungen. Als erstes gebe ich hier einen Namen. In dem Fall nehme ich hier die Telekom. Ich sehe als Anschlussart, dass es die Einzelrufnummer ist. Der Authentifizierungsname und das Passwort muss ich hier nichts ändern. Was ich eintragen muss, ist in diesem Fall hier beim Benutzernamen nach der entsprechenden Ländervorwahl und die Ortsnetzkennung, die hier automatisch übernommen wurde aus den ersten Schritten, gebe ich nun hier meine Rufnummer ein. In diesem Fall habe ich eine Rufnummer, die 252-8752. Und das ist auch gleichzeitig, diese Rufnummer ist auch gleichzeitig meine Einzelrufnummer MSN. Daher kopiere ich mir die hier rein. Als Beschreibung könnte ich jetzt hier sowohl einen Namen verwenden, als auch die Rufnummer selber. Hier könnte ich zum Beispiel sagen, das ist der Anschluss der Telekom mit der entsprechenden Rufnummer. Hier unten bei die Amtsleitung der Berechtigungsklasse zuweisen, müssen wir nichts ändern, da wir auch noch keine eingerichtet haben. Es bleibt hier die Standardeinrichtungen. Hier könnte man was einrichten, aber dazu, das wäre dann der Bereich in der Telefonie. Ich sage hier dann OK. Und nun sehe ich als erstes hier den Status, dass er auf Wartend steht. Um jetzt zu sehen, ob der Status sich ändert, klicke ich nochmal auf den Menü Anschlüsse. Bitte nicht in diesem Fall die F5-Taste verwenden zur Reaktivierung der Webseite, weil dann würden Sie wieder in den Anmeldemodus kommen. Daher verwenden Sie bitte dann auch den Menüpunkt Anschlüsse. Wenn ich nochmal darauf klicke, sehe ich, dass der Status auf Grün sich geändert hat. Und somit ist die Einrichtung eines Telekom-Anschlusses mit einer Einzelrufnummer schon durchgeführt.